Herzlich willkommen zurück bei Pucke MMO. In der letzten Folge sind wir ja in den Mondberg gegangen und haben hier diesen Team Rocket-Mitglied besiegt. Ja, was haben wir noch? Ja, und sonst ist eigentlich alles geblieben. 15, okay, ja. Wir müssen Praline ein bisschen hochbringen, genau. So, ein bisschen X drücken zum schneller laufen. Ups, da kommt der einer. Und ist das ein Paras? Da will ich nicht mit drin bleiben. Obwohl ich Level 12 bin eigentlich. Nee, will ich nicht drin bleiben mit Paras. Will ich nicht mit Praline mit ihr drin bleiben. So. Okay, wer kommt da? Spart. Okay, Spart ist kein Problem. Gut. Los, Praline. So, Steinwurf. Naja, hat nichts wie gebracht. Duff. Gut. Okay. Und wieder ein Zubat. Gut. Ja. Los, Steinwurf. Gut. Dü, wo geht das bloß hier lang? Überhaupt noch einen Trank oder sowas? Ja. Los. Man weiß ja nie, ob man den jetzt braucht. Ups. Und Kleinstein. Naja, Kleinstein. Gegen Kleinstein. Gucken, ob Steinwurf was bringt. Nee, ist nicht so effektiv. Gucken, was mehr Schaden macht. Ah, Mann. Da macht Steinwurf mehr Schaden, aber. Nein, lass was hier. Ach, hier ist auch noch ein Team Rocket-Mitglied. Haben wir den schon bekämpft? Weiß ich gar nicht. Leben hier, bevor Menschen hier waren. Ja, das stimmt schon. Also, dass es Pokémon lange gibt, ist schon richtig. Ja, gut. Gut. Steinwurf. Upsala. Doparas. Doparas. 10 zu 12. Okay. Paras ist nicht so mein Stil. So, gut. Ah, da geht's lang, okay. Gut. Roxu. Nur 10 Leben verloren. Gut, Level 13. Wie hurra. Wir Team Rocket wir haben Chef, also haben die Fossilien ausgegraben, glaube ich, heißt es. Wir werden diese Pokémon wiederbeleben. Oh, also wir werden die Pokémon wiederbeleben und von denen werden wir dann sehr reich. Ja, das kann passieren, das kann passieren. Aber das lasse ich nicht zu, Gauner. Also ein Ratzfratz. Okay, dann setze ich eben Gesteinswurf ein. Dann kann man ihn so gut treffen, hoffe ich mal. Ja, okay. So, okay. Felswurf.
Und Hyperfang, Hyperfang, nein, 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 nein. Okay, war nicht so effektiv. Uiuiui, nein, ich bin geflincht. Baumkuchen. Ist mir jetzt ein bisschen kritisch. Ich kann dafür ja keine Heil-Items einsetzen. Da habe ich nicht was vergessen. Ja. Genau. Du hältst dich gleich wieder hoch, indem du dir gleich einschläferst. Okay. Gut, Level 19 bist du, das ist gut. Und Zubat. Schlafpuder. Okay. Denkt nichts mehr passieren. Nee, bringt leider nichts. Bringt so nichts, ich muss Kleinstein ist raus. Doppelkick. Anders fällt mir jetzt gerade nicht ein, nicht effektiv. Mann, oh nein. Mache ich jetzt. Ach, Gift, stimmt, ist ein Typ Gift. Wird ja gerade sein. Okay. Hamsterbacke ist Level 17. Wie gut, wie schön. Hurra! Urg. Das war gar nicht gut. Nee, Urg. Ich bin nun wütend. Dafür kann ich ja nichts. 15, 17, 16, 19. Habe ich einen Donnerbonbon gegeben, ist kein Problem. Gut. In Ordnung. Und weil wir hier wieder einen bekommen, haben wir die. Ich sehe schon. Was geht los? Ja, okay. Hey, stopp. Ich habe diese Fossilien gefunden. Die sind beide meins. Die gehören beide mir. Kleinstein ist wieder voll, fast voll. Gut. Schleimer. Okay. Schlafpuder. Kommt zurück. Voltoball. Ark, der Vogel. Okay. Elektrostahl. Dann wechseln wir mal zur Hamsterbacke. Gut. Doppelkick. Komm zurück. Ah, okay, das ist dein Trick. Ich hab's verstanden. Gut ausgekontert. Wird dir aber nicht viel bringen, weil ich dich trotzdem besiege. Jetzt tauscht er wieder zurück. Jetzt kommt wieder. Kommt er rein, okay. Quit. Ich weiß nicht, was das bringen soll. Okay, das ist nicht effektiv. Dann setze ich Doppelkick ein. Okay, das schläft. Gut. Ich habe deinen Trick geschaut. Nach Mano. Quit. Was soll das? Los, gib dir ein bisschen Mühe. Quit. Sechs, aber schon wieder.
Los. Ja, da dürfte eigentlich nichts passieren. Der ist ja nur ein Pfund und ein Pfund müsste es, denke ich, überstehen. Schlafpuder. Gut. Und dann Konfusion. Gut. Gut gemacht, die Erde. Bist sowieso langsam nur. Gut, geschafft. Gut. Ah, du hast mich beschafft. Besiegt. Okay, Ranaline bekommt Geld. So, welche nehmen wir? Helix für Amoroso oder Dom für Kabutops. Also Kabuto. Kabutops nehmen wir. Wir haben kein Wasser-Pokémon. Nehmen wir Amoroso. Gut. Okay, dann werde ich dieses hier nehmen. Dann ist dieses hier, gehört dieses mir. In Ordnung. So, habe Gegengift gefunden. Also Gegengift, ne, Gegengift bringt mir gerade gar nichts. So, komm. Ich bin ja vergessen wieder. Gut, wir sind raus, wie schön. Was kannst du? Also ein Schlag, was alles in zertrümmert. Also zusammen mit unzerstörbar, also mit zerstörender Power. Also wenn der Gürtel unten ist, dann wird Mega Punch hat, also wenn die Zeit vorbei ist, hat Mega Punch eine ultimative Attacke. Stimmst du zu? Soll ich nun einer Pokémon, kostet aber 15.000. Ich habe keine 15.000. Tut mir leid. Teuer, teuer. Alles kostet Geld. Ich habe kein Geld. Ich bin arm. Kostet alles so viel. Naja. Kann mir nichts leisten. TM5. Was ist TM5? Brüller, also Brüller brauche ich jetzt nicht. So, wir haben eine neue Stadt erreicht, oder? Ja. Gut. Erstmal wieder neue Heilung machen. So, willkommen im Pokémon Center. Möchtest du, dass ich deine Pokémon wieder ganz gesund mache? Okay, gib mir sie mal für eine Sekunde. So, Dankeschön, wir sind fertig. Mit guter Gesundheit. Komm, besuch uns bald wieder. Gut. Tasche. Also muss ich dann da hoch. Okay. 15, 14, 17, 19. Ich versuch's einfach mal. Okay, da kommt wieder unser Hero. Yo, Ranaline. Du hast aber ziemlich lange gebraucht und liegst sehr weit hinter mir. Na gut, ich habe schon eine Menge Pokémon gefangen, die stark und beweglich sind. Hier, lass mich mal sehen, welche Pokémon du gefangen hast. Ich habe ja nur vier. Stimmt, ich kann da. Der Rivale Hiro möchte mit dir kämpfen. Tauboga. Schlafbruder. Der Vogel. Zusammen.
Portalklaue. Gut, Pralina, du machst das gut. Ratata. Oh, Praline räumt richtig auf hier. Level 15, gut, Pralina. Abra. Ich glaube, Abra kann nicht viel, kann nur teleporten, das bringt nichts, also. Defensive hochgebracht. Doppelt. Gut, gut. Praline, du machst das schon. Gut. Ja, na gut, am Ende dann Simsala, aber. Los. Gut, Praline, du. Ich bin stolz auf dich. Praline kann nichts gegen ihn ausrichten, nur Charmin, da konnte ihm Schaden anrichten. Gut, Praline, toll gemacht. Wumm, Level 16. Magnitude, ja, das bringe ich ihm gleich bei. Statt das hier. Hat er gleich eine Bodenattacke gelernt. Gut, hat, ja, hat. Hi. Nimm's locker. Du hast ein, ja gut, du hast wieder gewonnen. Hey. Ich war bei Will und der hat sich meine. Ich habe mir seine seltenen Pokémon angesehen. Und das hat mir einige Seiten meines Pokédexes gefüllt. Alles in, nach allem ist Will der berühmteste Pokémanic, den ich kenne. Er hat auch das Pokémon, also Pokémon Box, also Pokémon Box bist du am Computer also hergestellt. Ohne ihn könntest du dieses Benutzer, also kannst du dieses System gar nicht benutzen, also solltest du dich bei ihm bedanken gehen. Na gut. Es ist besser, wenn ich mich wieder auf den Weg mache. Man sieht sich. Ach ja, stimmt. Und ich fühle mich schlecht bei dir. Nein, ich fühle mich schlecht. Nein. Es ist schon in Ordnung, dass du so weit hinter mir bist. So, hier. Da hat mir irgend. Ich habe irgendein kleines Geschenk bekommen. Ich hoffe, es gefällt dir. Ich kann nämlich nichts damit anfangen, wie die anderen. Na gut, die Zeit ist gekommen, ich muss gehen, man sieht sich. Okay, dann muss mich wieder. Muss man jetzt wieder heilen gehen. Stimmt, es ist ja Route 4 und Route 4 haben wir ja noch nicht, glaube ich. Gucken wir auf der Karte kurz, wenn ich die Karte finden sollte. Da. Acht Bälle, hier Karte. Use. Das brauche ich nicht mehr. Ich bin hier, Route 4, das ist Route. Route 25, hä? Ich kann es nicht sagen, also das ist, glaube ich, hier könnte man sich ein Pokémon fangen. Na, 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 na.
Ach, Route 24 ist das. Okay, kann man nicht zwei Pokémon fangen. Gut. Doch, das Fangen der Pokémon machen wir in der nächsten Folge von Pocke MMO Nuzlocke Challenge. Viel Spaß beim weiterhin noch und tschüss.